Hallo, mein Name ist Doris Korthaus. Ich bin einer der Gründer von KD Pumpen, die in der Korthaus Pumpen GmbH nachhaltige und ressourcenschonende Pumpentechnik entwickelt und vermarktet, speziell für die Umwelt- und Entsorgungsindustrie. Wir bei InnoFarming entwickeln Vertical Indoor Farming Systeme, die die traditionelle Landwirtschaft revolutionieren wird. Hi, wir sind Roberto und Dennis und wir sind die Gründer von Better Be Bold und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die beste Glatzencreme der Welt zu entwickeln und die ist seit wenigen Wochen auf dem Markt. Wir wollen einfach beweisen, dass coole Produkte und coole Premium-Männerpflege auch aus dem Sauerland kommen können und nicht nur aus den großen Städten wie München, Berlin und Hamburg. Und meine Frisur verrät so ein bisschen, mein Haarausfall war schuld daran, dass wir Better Be Bold gegründet haben und unser erstes Produkt entwickelt haben. Wir bei InnoFarming kultivieren Lebensmittel nicht wie traditionell auf dem Acker, sondern indoor auf wenigen Quadratmetern übereinander gestapelt, können unsere Wachstumsparameter messen, sodass wir in einem Bruchteil der Zeit eine höhere Erntemenge garantieren können. KD Pumpen entwickelt und vermarktet Pumpen, die speziell für Flüssigkeiten mit Feststoffen geeignet sind. Also diese Pumpen haben wahnsinnig viel Verschleiß. Wir haben gesagt, das geht anders. Wir haben eine Lösung entwickelt, die 3 bis 6 Mal so lange hält. Das heißt, weniger Ersatzteile, weniger Energiekosten, bessere Pumpen. Ja, alles hat im Grunde angefangen mit einer WhatsApp-Nachricht in unserer Familiengruppe. Mein Vater hat nämlich ein Video in die Gruppe gepostet, das Jahr 2100 und wie die Menschheit dann leben wird. Und da war vielleicht für 5 Sekunden ein Bild von der Vertical Farm zu sehen und da habe ich mich in die ganze Thematik reingearbeitet. Ich habe Timo letztes Jahr getroffen. Ich fand die Idee super und wir haben danach unseren ersten Prototyp in dem Gründungsbüro in Siegen gebaut. Und seitdem bin ich dann Co-Founder von InnoFarming. Wir haben die Prototypen schrittweise getestet. Das heißt, ich habe zuerst Ersatzteile getestet, auch in anderen Pumpen. Und das lief nicht immer so glatt. Also auch die Kunden davon zu überzeugen, war nicht ganz einfach. Aber es ist uns gelungen. Und die Resonanzen waren sehr positiv. Also die Leute, die wir damals überzeugt haben, die sind auch heute noch von uns überzeugt. Ja, die Anfänge waren sehr zeitintensiv. Wir haben nebenberuflich gegründet und es waren natürlich sehr lange Tage, sehr kurze Nächte mit wenig Schlaf. Und seit wir eben unseren Online-Shop live haben und die Creme verkaufen, konzentrieren wir uns Vollzeit auf das Unternehmen. Erfolgsrezept ist bei uns sicherlich zum einen das Team, zum anderen aber auch, dass wir ein kontroverses Geschäftsmodell fahren. Qualitätsführerschaft durch quasi Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist sicherlich etwas, womit sich auch konservative Märkte einfach werden mit beschäftigen müssen. Und wir sind beispielsweise der Überzeugung, dass in 10 Jahren keine Pumpe mehr nicht digital sein wird. Ich glaube, unser Erfolgsrezept ist ganz klar Leidenschaft, weil wir einfach das lieben, was wir tun und weil wir es einfach toll finden und irgendwie man sich manchmal eher disziplinieren muss, zu sagen, ich klappe auch ihren Rechner irgendwo mal zu, ja, mache halt auch mal irgendwie Freizeit. Ja, also unser größtes Erfolgsrezept ist, dass wir 365 Tage im Jahr regional und vor allem auch nachhaltig Lebensmittel anbauen können. Außerdem sind wir im Vergleich zur traditionellen Landwirtschaft nicht vom Unwetter abhängig. So als Beispiel das Hochwasser hier war, hätte das unsere Farm eben nicht beeinflusst, dadurch, dass wir eben in einer geschlossenen Anlage sind, wohingegen in der traditionellen Landwirtschaft sie sehr große Ernteverluste einfach hinnehmen mussten. Genau, wir möchten natürlich wachsen, wir möchten unser Team vergrößern und natürlich auch noch weitere Produkte auf den Markt bringen. Aus diesem Grund suchen wir natürlich auch nach einem Investor, der uns da auch finanziell unterstützen kann, schneller und stetiger zu wachsen und viele neue tolle Männerpflegeprodukte in die Badezimmer zu bringen. Ja, wir möchten ein noch größeres Team aufbauen, wir möchten ein starker Player am Markt werden, erster Ansprechpartner für nachhaltige und ressourcenschonende Umwelttechnik. Der Plan für die Zukunft sieht aus, dass wir dieses Jahr noch unser erstes skalierfähiges Prototypenkonzept aufbauen, um dann nächstes Jahr unsere erste Demonstrationsfarm aufzubauen, womit wir hoffentlich die ersten Produkte in die Supermärkte bringen können und dann in späterer Zukunft hoffentlich weitere kommerzielle Farmen aufbauen können, die dann nicht nur in Deutschland aufgebaut werden, sondern hoffentlich ganz europaweit.